Hallöchen und herzlich willkommen zu Part 15 von Zenith, Zenith, wie auch immer. Und ich wollte eigentlich jetzt ein bisschen farmen, ich bin eigentlich noch gar nicht so weit. Und so weit wie ich sein wollte, bin kurz vom Level up und habe am Horizont irgendeinen besonderen Gegner entdeckt. Ich wollte ja eigentlich jetzt so ein bisschen da rumfarmen und leveln und so weiter. Und plötzlich kam diese Zwischensequenz und da habe ich mir gedacht, ne komm, da muss ich euch jetzt hier mitnehmen und das mache ich jetzt auch. Also unsere Helden sind gerade von da hinten links angelaufen gekommen, hier auf dem Pfad und sagen, dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Du klingst froh, machst du dir keine Sorgen um deine Freunde? Du sagtest doch, dass sie das schon schaffen werden. Außerdem sind sie nicht meine Freunde. Ich konnte diese Idioten nicht ausstehen. kann ich dir nicht wirklich verübeln. Warte mal, was ist das da drüben? Nochmal so ein Portal. Okay. Es ist ein Portal, aber sieht anders aus. Es kommt jemand. Echt? Hast du das gesehen? Es ist ein Zwei-Wege-Portal. Das bedeutet, dass wir in die Welt des Unerwarteten gelangen können. Warum sollten wir das tun wollen? Niemand weiß wirklich, was das Unerwartete ist. Das ist eine Wahnsinnsgelegenheit. Unsere Hauptaufgabe ist, das Zepter sicher zu halten. Ich kann es gar nicht abwarten, dass diese Last von meinen Schultern kommt. Bist du nicht neugierig, was wenn ein Magier du bist? Einer, der ein Werkzeug für den Weltuntergang zu lange versteckt gehalten hat. Es ist doch sicher aufgehoben, oder? Ja, hier in meiner Tasche. Och nee. Arg. Sieh dir an, was wegen deines verdammten Modebewusstseins fast passiert ist. Das hätte ich auf keine Weise voraussehen können. Jetzt müssen wir durch das verdammte Portal durch. Wer weiß, wohin das Ding uns führt. Sieh es positiv. Zumindest werden wir etwas über das Unerwartete lernen. Also jetzt sind wir nochmal komplett raus. Ich wollte eigentlich leveln, wollte mich da noch ein bisschen umsehen. Da gab es etliche coole Situationen. Also, wie gesagt, da stand irgend so ein Miniboss auf der Karte. So ein komisches Feuer-Dämon-Vieh, so ein Hundeding stand da. Hat mich schon angelockt. Da habe ich schon gedacht, oh cool, das muss ich gleich zeigen. War auf dem Weg dorthin und wollte halt noch ein bisschen farmen. Und jetzt sind wir hier. Ich glaube, ich habe sogar noch ganz gute Ausrüstung gefunden. Ich habe 2, 3 Kämpfer habe ich gemacht. Ich glaube 2, nicht viele. Ja, stimmt, gegen Menschen, die waren richtig stark. Nun, da wären wir, die Welt des Unerwarteten. Bist du jetzt zufrieden? Naja, das ist echt ein bisschen enttäuschend. Ich meine Feuer und Lava, meh. Was hast du denn erwartet? Schlagsahne und Konfetti? Nein, es ist nur zu vorhersehbar, weißt du. Aber es ist schon in Ordnung, denke ich. Du spinnst, los, wir müssen deine schreckliche Tasche finden. Du hast einfach keinen Geschmack. So, los müssen wir. Dann speichere ich mal ganz kurz. Ich habe schon ewig nicht mehr gespeichert. So, machen wir 3 und 2. Und die Musik wieder. Es ist sowas von sinnfrei. So, kommen wir jetzt hier auch gegen einen Boss oder gegen irgendwas anderes? Oder was geht hier überhaupt ab? Achso, Ausrüstung, wollte ich mal gucken. Habe ich wirklich gute Sachen gefunden, ist die andere Frage. Ja genau, die Stiefel hier, waren die gut? Die sind richtig gut. Achso, die haben einfach mehr HP und mehr Mana wie die Stiefel, die ich vorher hatte. Das ist auf jeden Fall schon mal sinnvoll. So, und hier wird Wasseraura wieder gesteigert werden. Feuer und Erde geht dafür runter. Ja, brauchen wir aber mehr, also Wasser. Sehr schön. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Beim Wasser dürfte hier ganz gut sein gegen die Viecher. Oh ja, genau. Wir machen ordentlich Schaden, wie man sieht. Bam. Wir hauen da alles weg. Auch wenn ich das mit der Lebensregeneration irgendwie immer noch nicht so ganz verstanden habe. Warum die jetzt eigentlich schwächer ausfällt wie vorher. Aber egal. Achso, stimmt. Wir sind ja ein Level aufgestiegen. Stimmt, da war ja was. So, bam. Wunderschön. Da hauen wir alles zu Brei. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Ich gucke mal noch mal ganz kurz in die Ausstattung rein. Also wir machen jetzt 76 Angriff, also Wasserangriff und 20 Wasserresistenz. 76, 20, ne? So, und jetzt gehen wir mal hier rein und skillen da diesen nächsten Punkt da bei uns im Skillbaum hier bei Wasser.
kühler, erhöhte Eisaffinität und Eisresistenz. Warum das eigentlich manchmal Eis und manchmal Wasser heißt, ist auch mal so eine Sache. So, machen wir jetzt mal jo, zweimal, also wäre 4%. Jo, merkt man das überhaupt? Dafür haben wir noch viel zu schwache Werte. Oh, ja, doch. Also damit ist, ah doch, na doch, stimmt. Wir haben jetzt 80, also 80 ist jetzt unser Wasserangriff und 22 unsere Resistenz. Ja, das passt, das ist okay, damit kann ich leben. So, und jetzt haben wir noch da den Kram gefunden, irgendeinen neuen Gürtel. Lass ich jetzt mal unberührt, interessiert mich jetzt mal nicht. Machen wir mal weiter, hui. Machen wir nochmal ein bisschen mehr Angriff, wunderschön. Wie gesagt, Wasser müsste den Viechern hier eh zusetzen, den Feuerbiestern hier. So, macht doch ordentlich Krach, das Ding da. So, unser Feuerangriff, der dürfte hier ein bisschen schwächer ausfallen, nehme ich mal an. So, bam. Wir hauen trotzdem mal sinnlos drauf. Jawohl, sehr geil. Und können dann noch irgendwelche Sachen farmen. Hm. Ist das so geil, die Musik und alles. Wey. Lauf, Held. Wo auch immer wir hin müssen. Wir müssen unsere Tasche finden von irgendeinem Rabe oder Dämon oder Flugvieh. Ja, irgendeins von den Flugviechern hat das ja einkassiert, ne? Ist doch so. Weil es den Raben abkassiert hat oder sowas. Was weiß ich. Wir machen einfach da mal mehr Schaden. Oh, die Bestien da sind... Oh, was ist denn das? Ich will nicht gegrillt werden. Von irgendeiner komischen Schlange. Alter, was ist denn jetzt los? So, mach das Sägemann. Genau, sehr schön. Dass da alles weggesägt wird, wenn das Ding... Oh ja, das Ding macht ordentlichen Schaden, wie man sieht. Komm, Heldin, mach was. Ist das Ding mal down, oder was ist das hier gewesen? Hä? Was war das jetzt? War ich nur außerhalb der Reichweite, oder was? Keine Ahnung, wir gehen einfach mal weiter. Die Musik, Alter. Das ist sowas von krank. Achso. Okay, ich dachte schon, der komische Nebel da vorne. So, tank hier mal ein bisschen was an. Alana oder wie du auch immer heißt. Ich vergesse deinen Namen jedes Mal. Ist ja nicht so wichtig. So. Und da hätten wir eine Kiste. Vielleicht haben sie ja unsere Kette wieder eine Kiste gelegt. Wer weiß. Muss ich hier oben entlang? Muss ich unten entlang? Ich weiß es nicht. Oh, nee. Jo, egal. Holen wir das Ding mal. Rüstung 4 oder was das war. Sieht so aus, als ob es oben noch weiter gegangen wäre, nehme ich an. Oh ne, wieder so ein doofes Ding. Weg, 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 weg. So, und jetzt Gas geben. Oh, oder auch nicht. Was mache ich da? Oh, jetzt hat es ein bisschen Schaden geschluckt, das Ding. So, und jetzt bleiben wir mal dran. Machen das Biest down. Ah, okay, dann haut es so ab. Also war es eben auch down gegangen. Hm, wir steigen bald wieder ein Level ab. Also auf. Jo, Totenkopf. Sterben wir jetzt, oder was? Nö. Oh, ne, kein Boss oder sowas. Hab ich eigentlich eine Karte oder irgendwas? Nö, hab ich nicht, ne? Nö, finde Alanas Handtasche. Jo, mach mal. Oh Mann, das ist echt so sinnfrei, das Spiel. Aber voll geil. Kann ich da durchlaufen? Hm, Speicherpunkt, oh, ein Speicherpunkt so irgendwie zentral und dann noch ein Totenkopf irgendwas. Das gefällt mir ja gar nicht. Egal, machen wir mal. Aber ich hätte noch können so schön auf der Weltkarte leveln und skillen und machen. Und dann das. So, bam. Alles weghauen. Wunderschön. Jawohl, da holen wir alles mit. So, kann ich irgendwas sammeln? Nö, da ist gar nichts. Okay. Nicht mehr viel, da gibt es nur... Oh, ne. Ketten und irgendeinen Weg. Oh Gott. Ah, okay, wenn ich da drauf gehe... Oh Gott. Ne, da ist ein bisschen was los hier. So. Eis und Feuer macht die Feuerdruckwelle. Juhu. Bam. Super geil. Alles weggesmashed. Oh, das hat richtig viele Erfahrungspunkte gegeben. Oh, da kommt schon das nächste Opfer. Eigentlich müssten wir hier jetzt bald mal ein Level aufsteigen. Ja, ich weiß, ich müsste eigentlich auch mal die Waffe wechseln. Es ist absolut sinnfrei, gegen die mit Feuer zu kämpfen. Aber es macht Bock. Oh, nee. Nicht nochmal so einen. Nicht so ein Idiot. Warum ich auch immer dem eben so viel Schaden zugefügt habe. Ah, vielleicht wie jetzt, weil einfach meine Dinger da zurückgeflogen kamen. Ah, okay. Das Ding wird immer sinnlos weggeschmissen. Bin ich jetzt an der Stelle, wo ich eben auch gewesen wäre? Hier mit der Truhe oder so hier links? Ja, genau. Okay, also ist das jetzt hier der Hauptweg? Hier über den Schalter. Wahrscheinlich muss ich auf den Schalter gehen, sie muss rübergehen oder sowas. Oder sie bleibt da... Achso, Moment mal. Ach so, muss ich wahrscheinlich abstellen, oder?
Ja, so ist es. Dann können wir weiter. Und jetzt kommt ein Boss, oder was? Oh, wir haben nochmal ein Level abbekommen. Sehr schön. Ich kann mitbekommen. So, dann würde ich sagen, machen wir nochmal unser IS-Affinität-Dingens da. Und dann gehen wir mal auf Gesamtschaden oder Körperwiderstand. Dass wir mehr aushalten. Ich würde sagen, wir gehen auf Schaden, oder? Bevor ich die neuen Fähigkeiten freischalten, will ich die allgemeinen Sachen hier noch freischalten. Also Schaden und hier innere Kraft. Das ist so mein Plan. Wenn das hier läuft wie bisher, ist das ja eigentlich ganz okay. Bam! Und da hauen wir ein bisschen zu. Gerade weil wir jetzt auch noch ein bisschen mehr aushalten durch die Lebensregeneration in dem Sinne, ist das vielleicht ganz gut, wenn wir noch defensive Sachen skillen. Jo, weil Schaden machen wir ja auch schon ganz ordentlich. Passt ja. So. Und wenn man ein bisschen strategischen Vorteil da immer hat, ist das eigentlich ganz sinnvoll. Kann ich das nicht nehmen? Hallo? Ich kann irgendwie gar nichts mehr. Nimm's doch. Hallo? Was soll das? Ich glaube, es hat sich gerade aufgehangen. Oh nö, oder? Och nee, das kann ich jetzt gerade gar nicht. Irgendwas mache ich da? Kann ich da irgendwas machen? Nein! Nein! Ich löse Bugs aus ohne Ende. Nein! Ach shit, ich habe einen Bug. Ach, oh, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Och nö, das ist jetzt nervig. Ja, da gibt's nur eins, dann müsst ihr euch kurz gedulden. Ich muss wieder bis hierher zocken. Dann bis gleich. Jo, hier bin ich wieder an entsprechender Stelle. Hab mich mal wieder hier durchgekämpft. Mir ist nur aufgefallen, hier im Skillbaum, ich weiß gar nicht, wie ich eben geskillt hatte. Ich hab's jetzt ein bisschen anders gemacht. Und zwar habe ich hier Effektivität, also die Eisaffinität und so weiter, habe ich hier nach oben gesetzt. Und hab dann erst hier die allgemeinen Punkte Gesamtschaden. Ich weiß nicht, ob das eben auch so war. Und dann machen wir wieder hier einen Gesamtschaden und dann machen wir hier mit innere Kraft weiter. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ob so war, nicht so war, keine Ahnung. Absolut kein Plan mehr und ich weiß auch nicht, was ich hier treibe. Ich denke mal, hier oben könnte vielleicht noch ein kleines Geheimnis sein oder so. So ist es auch. Juhu. Jo. So, noch irgendeine Halskette gefunden. Stimmt, ob meine Ausrüstung jetzt genauso ist wie eben, weiß ich auch nicht. Ich guck gleich mal rein, wenn wir ein bisschen was gesammelt haben. Da wegen jedem Stück da reinzugucken, ist, glaube ich, nicht so förderlich. So, bam, noch ein paar Gegnerblätten. Feuer frei. So ist es. Und dann kommen die Sägeblätter zurückgeflogen. Ich hoffe nicht, dass wir wieder diesen komischen Bug haben, da mit dem Einsammeln. Das war jetzt leider Gottes so... Oh. Ich weiß nicht, wo ich hier rumrenne. Ich weiß nicht, ob das so förderlich ist, was ich da gerade so treibe. Zum Umsehen vielleicht, für alles andere vielleicht nicht. Oh oh, da kommen wieder dicke Würmer und so weiter. So, da ist mir aufgefallen, wenn ich da nah dran bleibe, machen die eigentlich relativ wenig Schaden. Man darf nur nicht weggehen von denen. Wie immer bei diesen Fernkämpferkollegen. So, dann geht das auch. Am besten drücke ich da immer R und dann Y. Das macht dann am meisten Sinn. Ich habe es immer selbst durchgeklickt mit A und dann kam dieser Bug jetzt auch. Vielleicht hat es damit auch zu tun. Jo, hier die Übersicht zu behalten ist schlicht und ergreifend fast unmöglich. Keine Karte, kein gar nichts. Wir laufen einfach sinnlos durch die Gegend und kloppen alles, was mit Nieten nagelfest ist, einfach um. So. Wie gesagt, das Ding trifft mich so gar nicht. Wunderschön. Bam, umkloppen. Gar kein Thema. Sehr geil. Ja, und wo ich hier rumrenne, weiß ich nicht. Aber es ist locker. Wir können echt super geil leveln. Es geht echt super schnell. Bam. So sieht's aus. Ob das überhaupt sinnvoll ist, da sich hochzuziehen, ist die andere Frage. Weil so schwer scheint es bis jetzt nicht so zu sein. Ich muss eigentlich so gut wie nie einen Heiltrank nutzen. Vielleicht gleich mal, weil ich jetzt doch relativ offensiv spiele. So, mal gucken. So, machen wir mal wieder ein bisschen defensivere Aktion hier. Dass ich nicht so viel Leben verliere. Wunderschön. Jo, geht ja ganz easy von der Hand. Nochmal neue Sachen gesammelt und jetzt dürfen wir gleich wieder ein Level aufsteigen und das ist nochmal ein zentraler Raum, wo vielleicht irgendwo so ein komisches Fliegevieh hier rumläuft. Gut, aber so schwer können sie den Bereich hier auch nicht machen, sonst wird man nicht mehr weiterkommen vielleicht an der Stelle. So, gucken wir nochmal. Oh ja, achso, das ist so ein Vieh. Klar, gar kein Thema. Und wir müssen vielleicht auch mal leveln, weil wir sind eine Level aufgestiegen. Jo. Gucken wir doch mal. Das geht jetzt so schnell, ist ja Wahnsinn. Können wir wieder einmal innere Kraft machen und jetzt, wie gesagt, die Defensivwerte da verbessern. Ah, kann ich noch nicht, weil ich das zuerst machen muss. Erdhammer verursacht einen größeren Stampfer beim letzten Kombinationsschlag.
Och jo, warum da nicht? Was ist das? Feuerfahrt. Eine spezielle Feuerbewegung für Feuerkombination. Ja, ist auch cool. Ja, ich mache aber das hier, dass ich hier die passiven Fähigkeiten zuerst hochsetzen kann. Das macht schon Sinn. Vor allem innere Kraft, dass man dann mehr aushalten. Ich könnte natürlich jetzt auch einfach mal einen Erdhammer ausrüsten. Wäre vielleicht auch mal clever. Ich mache das gerade mal. Habe ich einen Erdhammer? Ist die andere Frage. Erdhammerstein. Jo, machen wir dann mal. Bäm. Und Feuer. Jawohl, das sieht vom Schaden her schon anders aus. Ah, und genau, und das ist dann wahrscheinlich das Moveset da. Dieser komische Kreis, der da kam. Wunderschön. Und hier hätten wir ein neues Rätsel und jetzt kann ich mich auch da neu umsehen, oder was? So, hier hätte ich auch die Möglichkeit, mal wieder zu speichern, was natürlich auch wunderbar ist. Machen wir gerade. Gucken wir uns noch kurz um. Das ist natürlich optimal. Jetzt mit dem Speicherpunkt natürlich auch. So, und jetzt könnten wir hier einfach mal offensiv reinkloppen. Bam, so sieht's aus. Hör mal, oh, Alter, machen wir Schaden. Ist schon geil. Ja, auch der Erdhammer macht richtig Laune jetzt. Und wenn wir jetzt gleich sogar noch defensiver unterwegs sind, umso besser. Kommt da noch irgendwas oder... Jetzt laufe ich wieder zurück, ne? Ist doch der Weg zurück. Da gucken wir mal oben vorbei. Ja, noch einen Heiltrank. Da haben wir jetzt auch schon etliche. Ich denke, da müssen wir oben das Rätsel noch lösen und dann geht es wahrscheinlich storytechnisch, bosstechnisch, wie auch immer weiter. Vielleicht kommt nochmal irgendein Boss mit einem eingebauten Wecker, der uns dann töten will. Keine Ahnung, alles möglich. So, Baum, jawohl, stirb. Immer alles einfach nur wegkloppen. So, alles nehmen, wunderschön, bitte keinen Bug auslösen. Muss ja nicht sein. Ja, was ich mir da vorstellen kann, ist, dass der Gegner gerade weggespawnt ist oder sowas und ich dann in der Zeit gerade eingesammelt habe. Und dann hat er sich da drin aufgehangen oder sowas. Das ist möglich, oder weil ich halt immer mit A die Sachen selbst durchgeklickt habe, dass das dann irgendwie den Fehler ausgelöst hat. Irgendwas davon wird es wohl gewesen sein. So, hier sind wir rumgelaufen. Oh, hier kommen auch noch ein paar Feinde. Ja, es macht schon Sinn, die Feinde hier vielleicht mitzunehmen. Vielleicht bringt es mir noch ein Level ab vor dem nächsten Bosskampf oder so und da wird man zumindest mal zum Beispiel ein bisschen mehr aushalten. Oder hätten eine neue Attacke oder was weiß ich was. So. Auf jeden Fall geht's gut voran jetzt. Das auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben 3 Level gemacht jetzt hier, oder? Bam, so sieht's aus. Whee. Alter Schwede, das ist mal Damage Output. Der macht Laune. Und jetzt, glaube ich, sind wir wieder da oben. Ich glaube, jetzt ist der Weg relativ klar. So, und jetzt könnten wir hier auch diese... Ich hole mir gerade so ein Ding mit. Wahrscheinlich müssen wir die jetzt auch... Oder ich werf's mal gerade. Gehen die kaputt? Ne? Muss ich wahrscheinlich da auch drauflegen. 3 Stück. Ups. Drauflegen halt, ne? Drauflegen ist was anderes wie das, was ich da gerade mache. Was mache ich da? So. Jo, aber wie gesagt, ich werde jetzt hier an der Stelle speichern, werde das Video mal zusammenschnippeln, dass das alles so passt. Mach die 3 Speicherslots hier, 3, 4, mache ich alle voll. Wunderschön. Ja, und dann machen wir im nächsten Part an der Stelle hier weiter. Ich freue mich schon tierisch drauf, wünsche euch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr habt immer noch Spaß an dem Let's Play. Es ist wirklich so sinnfrei und macht so viel Bock. Jo, freut mich, wenn ihr dabei bleibt. Und ja, wie gesagt, habt einen schönen Tag, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.